In diesem Video geht es um die Entmachtung der Elite. Der Autor dieses Briefes befand sich in einem Occupy-Camp in Hamburg, traf dort auf einen Iren und der erzählte ihm etwas von dem OPPT, dem One People's Public Trust. Dem Brief ist des Weiteren zu entnehmen, der OPPT hat alle Regierungen, die ja eigentlich Firmen sind, anscheinend völlig rechtens gefändet und Folgendes zum Gelten gebracht. Universal Law, Common Law und Universal Commerce Code, oder anders formuliert Uniform Commercial Code, UCC. Der Autor des Briefes lässt schon erahnen, dass es sich um ein Riesenthema handelt, und das ist es auch, denn man muss etwas weiter in die Geschichte zurückgehen und sich die Rechtssituation heute ansehen, die angeblich angewendet werden konnte, um die Elite zu entmachten. Bei näherer Betrachtung ist der OPPT nur der angelsächsische oder angloamerikanische Weg, das zu tun, was hier im Lande sehr viele Organisationen und Vereinigungen betreiben. Es geht um die Abwendung des bürgerlichen Todes, der in der Rechtsprechung jederzeit vorhanden ist. Früher in Preußen gab es das nicht, da war der bürgerliche Tod schlicht und ergreifend verboten. Und heute ist er allgegenwärtig, wie man zum Beispiel im Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit nachlesen kann. Und es gibt noch andere Beispiele. Es sind hier nicht also Menschen vor Gericht, die in irgendeiner Weise verhandelt werden, sondern Sachen. Und das sagt sehr gut aus, dass hier nun mal alle den bürgerlichen Tod erfahren haben. Das wäre in Preußen unmöglich gewesen. Und es geht ja darum, wie sinnvoll ist jetzt dieses Betreiben von diesem OPPT, denn das sind ja Angelsachsen bzw. US-Amerikaner. Man muss einfach mal wissen, dass die Menschen in England schlicht und ergreifend Eigentum ihrer Majestät sind, also mit Sicherheit nicht als Menschen wahrgenommen werden, sondern eher als Nippes in der Schrankwand. Und wenn Nippes in der Schrankwand nun ein OPPT gründen, um jetzt die Elite zu entmachten, dann könnte es tatsächlich sein, dass es nicht ganz ernst genommen wird, weil Nippes nun mal nichts zu melden hat. Dennoch kam es am 4.2.2013 zu einer Presseerklärung, in der tatsächlich behauptet wurde, dass eben gewisse Gesetze, die darüber stehen, also das Gesetz des Schöpfers und so weiter, den Menschen im englischsprachigen Raum die Möglichkeit an die Hand gibt, die Mächtigen zu entmachten. In der Videobeschreibung befinden sich Links unter anderem auch ein PDF von dem OPPT, also dem One People's Public Trust. Und da kann man dann nochmal nachlesen, was diese Leute so antreibt. Das PDF ist teilweise etwas schwierig geschrieben. Das hat nicht unbedingt was mit schlechter Übersetzung zu tun, sondern eben damit, dass es Rechtsgrundsätze gibt und so weiter. Ich empfehle hierzu die Seite von Ting. Das ist auch eine Organisation, die versucht, auf Basisrechte zurückzugreifen, um mit den Problemen, die sich hier uns heute stellen, klarzukommen. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, wird sehr schnell feststellen, dass es sehr schwierig ist, sich damit zurechtzufinden, insgesamt, denn wir haben es ständig mit irgendwelchen Begriffsverwirrungen zu tun. In dem PDF von OPPT ist das auch schon deutlich angesprochen worden, dass es sich so um eine Art Neusprech handelt, es sind aber auch schlicht Desinformationen. Und warum die denn immer zustande kommen, das weiß man nicht. Ob das nun böse Absicht ist oder falsch verstanden, ist manchmal sehr schwierig herauszufinden. Diese Organisation, dieses OPPT, also One People Public Trust, berufen sich ja dann auf dieses UCC, den Uniform Commercial Code. Dies ist das Handelsrecht, welches in den 50er Jahren erschaffen wurde und für die USA gelten soll. Unter anderem sogar, und man höre und staune, für den District of Columbia und für die Virgin Islands. Das Besondere an diesem Handelsgesetz ist, dass es nur für bewegliches Gut gilt, also für Geld, Sachen und so weiter, und wir haben ja eben schon erfahren, dass wir Sachen sind. Und selbst wer mehrere US-amerikanische Universitäten sich ansieht, also die Webseiten von denen, und dort nach dem UCC sucht, wird finden, dass es immer wieder betont wird, dass dieses nur ein beispielhaftes Gesetz ist und mit der Gesetzgebung der einzelnen Bundesstaaten erstmal kompatibel gemacht werden muss. Also es muss erstmal eine Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung hergestellt werden. Und glaubt man dem Wikipedia-Artikel, dann würde dieses UCC in Teilen zumindest in Louisiana, in einem Bundesstaat der USA, gar nicht anwendbar. Dort herrscht eine andere Kultur, denn es ist die französischsprachige Kultur. Diese kommt zustande durch den Siebenjährigen Krieg, weil die Siedler insgesamt in Nordamerika, die 80.000 französischen Siedler, von den 1,5 Millionen britischen Siedlern, hier in Rot gekennzeichnet, vertrieben wurden, von Arkadien über Ohio, Montreal und den ganzen Mississippi entlang,
bis nach Lower Louisiana, also das ist das Mississippi Delta und ein bisschen mehr. Dort hat sich diese französische Kultur noch erhalten und deshalb gibt es dort noch andere Vorstellungen von Rechtstraditionen. Wer sich nun auf die Aussagen auf den US-amerikanischen Webseiten der Universitäten verlässt, beziehungsweise auf den Wikipedia-Artikel, könnte den Eindruck haben, dass es alles gar nicht so wichtig ist, was in diesem UCC drin steht. Laut dem PDF von dem One People Public Trust sind allerdings alle US-Codes bei der UCC eingetragen. Und man muss den Wikipedia-Artikel sehr genau lesen, denn dort ist eine Änderung zu lesen, eine Änderung des UCC im Jahre 2003. Es geht hierbei um die Vergabe von den DUNS-Nummern von Dun & Bradstreet. Das hat bestimmt schon mal jemand gehört, das wurde schon häufig zitiert. Man kann ein PDF herunterladen, der Link ist in der Videobeschreibung, und dort in den Richtlinien ab Seite 44 steht in Deutsch, was Fakt ist. Am 1. Oktober 2003 verlangte die amerikanische Bundesregierung, dass alle Geschäftspartner Einheiten der amerikanischen Regierung eine DUNS-Nummer besorgen müssten. Das ist deshalb der Knaller, weil hier zum Beispiel zu erkennen ist die DUNS-Nummer des Amtsgerichts Winsen. Es gibt auch Einzelpersonen, die diese DUNS-Nummer bekommen, wie zum Beispiel der Bundespräsident Gauck. Es ist aber dringend empfehlenswert, sich selbst noch zu fragen, was ein Amtsgericht an geschäftlichen Beziehungen zur US-Regierung unterhält. Wieso brauchen die so eine Nummer? Gleiches gilt für einzelne Polizeireviere und. GSG 9 und wie sie alle heißen. Erwähnt sei auch noch, dass es diese SIG-Nummern gibt, auch das sind US-Codes und die stammen von den US Securities and Exchange Commission. Hier zum Beispiel die Nummer von Italien und wenn man sich mal anguckt, wo deren Adresse ist, also die Mailadresse, dann wird man erkennen, dass das die City of London ist. Die City of London hat bis auf die Örtlichkeit nichts mit Großbritannien zu tun, dort herrscht eigene Gesetzgebung, es ist nämlich das Finanzzentrum der Welt und das sagt einiges aus, wenn zum Beispiel so ein Staat oder ein angeblicher Staat wie Italien als Firma dort geführt wird. Das ist nur ein Beispiel, es gibt mehrere. Also darf man davon ausgehen, dass dieses UCC, der Uniform Commercial Code, überall gilt. Es ist die Gesetzgebung auf dieser Erde. Deswegen sollten die Leute von diesem One People Public Trust, OPPT, richtig liegen mit ihrer Annahme, dass sie eben genau sich auf diese Gesetzeswerke berufen können. Denn sie gelten. Und warum nun ausgerechnet Handelsrecht vor irgendwelchem nationalen Recht gilt, hat damit zu tun, dass unterstellt wird, dass alle sich eben diesem gefügt haben. Ähnlich wie bei einem Sportgericht, wenn ein Sportler einem anderen was tut, wird das vor einem Sportgericht verhandelt. Und jedes weltliche Gericht muss danach verzichten. Also die können nicht anschließend noch kommen und sagen, ja, wir möchten dich gerne auch noch ein paar Tage einsperren oder dieses oder jenes Geld von dir haben wegen deiner Tat. Es kann immer nur eine Rechtsform zur Geltung kommen. Der bekannteste Fall in letzter Zeit ist die Ehefrau von Dutroux, die Kindermörderin, also ihr Ehemann und sie haben Kinder umgebracht und so. Sie saß 15 Jahre in Haft und entschloss sich dann, sich unter Kirchenrecht zu stellen. Das nennt man Klostertod. Ist sowas ähnliches wie bürgerlicher Tod. Das sind diese juristischen Begriffe, das hört sich alles komisch an, ich weiß. Diesen Klostertod erfahren Pastoren, Pfaffen und Geistliche durch eine gewisse Profess, also einfach mal als Suchbegriff eingeben und nachlesen. Diese sind vom weltlichen Gericht nicht zu belangen. Das dürfte auch in letzter Zeit, insbesondere wegen Pädophiliefällen, vielleicht dem einen oder anderen bekannt sein. Diese wurden nicht von weltlichen Gerichten geahndet. Tatsächlich wird dann auch noch die Behauptung aufgetan, dass zum Beispiel der UCCC, also dieser Uniform Commercial Code, nichts anderes sei als eine Modifikation des kanonischen Rechtes, also des Kirchenrechtes. Und das hat wirklich eine lange Geschichte, da muss man mal eben in die Geschichte zurückblicken, um zu verstehen, wie das nun kommt. Gleich zu Beginn des 14. Jahrhunderts kam es zu einem Streitfall zwischen dem Papst Boniface VIII. Und dem König von Frankreich, Philipp dem Schönen, denn der wollte Klerikale besteuern. Daraufhin kam es zur päpstlichen Bulle Unam Sanctam. Hierbei handelt es sich um nichts Geringeres als um den Anspruch auf die Universalherrschaft des Papstes. Im Wortlaut hört sich das ungefähr so an. Das Geistliche wird von der Kirche geführt und das Weltliche für die Kirche. So erklären wir denn, dass alle menschliche Kreatur bei Verlust ihrer Seelen untertan sein muss dem Papst in Rom. Natürlich handelt es sich nur um einen Anspruch des Papstes Bonifatius VIII.
Der war schon 70 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, wurde kurz danach von Philipp dem Schönen, dem König von Frankreich, gefangen genommen und eingesperrt und dem Hunger ausgesetzt. Von dem Anspruch auf die Universalherrschaft wurde zunächst mal nichts. 1540 wurde allerdings von den weltlichen Mächten ein Papstvotum, eine Bulle, anerkannt. Es handelt sich um die Bulle Aeneas Regis, das war die Aufteilung der Welt zwischen Spanien und Portugal. Das ist der erste Nachweis dafür, dass die weltlichen Herrscher die Universalherrschaft des Papstes anerkannten. Nun sind aber die parallelen Entwicklungen zu der Zeit zu beachten, um zu erfahren, warum wir heute da sind, wo wir sind. Fast ein Vierteljahrhundert bevor der erste Kreuzzug ausgerufen wurde, kam es zur ersten maritimen Gesetzgebung in der italienischen Stadt Trani. Es folgten daraufhin noch die maritimen Gesetze der Stadt Amalfi bis hin zu der Insel Oleron, wo Eleonore von Aquitanien noch die Regentschaft innehatte, als Vertretung für ihren Sohn Richard I., der dann später einen Kreuzzug anführen sollte. Und für diesen Kreuzzug verkaufte er sozusagen alles, was er hatte, nämlich England. Für London fand er allerdings keinen Käufer. In diese Zeit fällt der Sonderstatus der City of London. In die Zeit danach fällt das Aufkommen der Hanse, auch dort gab es eine maritime Gesetzgebung, unter anderem dann auch von einigen Einzelstädten wie zum Beispiel Visby. Alles das wurde dann zusammengefasst 1686 in der Lex Mercantoria und heute sprechen wir vom Admiralty Law. Hier kommt es nochmals zu einer parallelen Entwicklung und zwar hatte 1540 Heinrich VIII. Den sogenannten Sustis-Cuvier-Act erlassen. Und zwar deswegen, weil so viele Menschen irgendwie auf See blieben, es kam ja zum Ausbau der Flotte, und man wusste nicht, lebt der noch, der irgendwo hingefahren ist, oder lebt er nicht mehr. Die Güter standen nun herum, das Fuhrwerk, das Haus oder sonst was, und sollte jemand innerhalb von 7 Jahren sich nicht für lebend erklären, dann wäre er eben befreit vom Leben. Sustis cuvier, das ist mittelalterliches Französisch. 1665/66 kam es erneut zu einem Sustis cuvier Act unter Charles II. Seinerzeit gingen sehr viele Menschen verloren. Es kam zum Brand von London. London war eine der größten Metropolen Europas. Es kam zur Pest in England und zum ersten holländisch-englischen Seekrieg. Der Sustis cuvier Act von 1666 besagt nun, wer sich nicht für lebend erklärt, ist für tot erklärt. Es bleibt nur der Name. Besonders der holländisch-englische Seekrieg war allerdings eine Zusammenführung von diesen Gesetzgebungen, denn laut Admiralty's Law hatte der Kapitän die Geschäftsfähigkeit seines Schiffes zu gewährleisten und er hatte auch alle Rechte dazu. Besonders in diesem Krieg, im ersten holländisch-englischen Seekrieg, kam es nämlich zu den Presskommandos. Kapitäne sandten Truppen aus, die Menschen von Land raubten oder auch von anderen Schiffen. Und das Ganze wurde abgedeckt durch das Admiralty's Law, das maritime Recht. Das über die Jahrhunderte entwickelte maritime Recht, das Handelsrecht, diente vornehmlich dazu, besser Geschäfte machen zu können. Und heutzutage gibt es viele Leute, die davon ausgehen, dass irgendein Markt eine Eigendynamik entwickelt, dass also die Nachfrage, das Angebot irgendwie beeinflusst und so weiter. Das ist falsch. 1602 kam es zur Vereinigten Ostindischen Kompanie. Der erste Gouverneur war Jan Pieterszoon Coen. Er ist für den Satz bekannt, wir können den Handel nicht treiben, ohne Krieg zu führen. Und wir können den Krieg nicht führen, ohne Handel zu treiben. Jan Pieterszoon Coen wird dafür sehr kritisiert. Er hatte auch viel Krieg geführt. Knapp 20 Jahre nach Gründung der VOC griff er zum Beispiel 1622 China an, damit man freundlich zueinander bleiben könne. Also tatsächlich, so wurde das formuliert. Es diente der Aufrechterhaltung des Handels, des Ausbaus des Handels. Es ging darum, anderen was wegzunehmen. Das ist Handel. Genau aus dem Grunde kam es übrigens auch zum ersten holländisch-englischen Seekrieg. Ein gutes Beispiel dafür, wie man Krieg als Geschäft betreiben kann, ist Enrico Dandolo, der blinde Doge von Venedig, der Ministerpräsident von Venedig, wenn man das mal ins Moderne übersetzen möchte. Er gestaltete einen Vertrag, wonach Venetiens Flotte die Kreuzfahrer ins Heilige Land bringen sollte, damit sie Jerusalem erobern konnten. Er organisierte es aber so, dass diese Kreuzfahrer, 30.000, bei Konstantinopel an Land gingen, dort alles wegfraßen, Hunger litten, die Stadt überfielen und somit war Konstantinopel, Byzanz,
als Konkurrent für Venetien ausgeschaltet. Venetien konnte die ganzen Inseln übernehmen und die Schwarzmeerküste. Hatte also einen Riesengewinn dadurch. Das ist Geschäft. Das sind Verträge. So kann man sie ausgestalten. So gesehen waren die Kreuzzüge insgesamt ein sehr ertragreiches Geschäft, denn es kam seinerzeit zu einer Überbevölkerung. Es gab sehr viele junge Männer, die allesamt arm waren, Kirchen überfielen und diese musste man loswerden. Also kam es zur Kreuzzugsidee. Und die meisten Kreuzzüge, wie beim Beispiel Byzanz, sind nicht gegen Moslems geführt worden, sondern gegen Christen, Slawen und so weiter. Natürlich kann man Enrico Dandolo und Jan Petersen Cohn kritisieren dafür, dass sie viel Krieg geführt haben oder Nutznießer waren von gewissen Situationen, aber sie waren knallharte Geschäftsleute, knallharte Analysten. Sie stehen am Anfang eines Prozesses, den man als Geschäftswerdung der Welt begreifen kann. Und diese Geschäftswerdung der Welt wird begleitet durch ein Handelsrecht, das überall gilt. Dieses Handelsrecht wird zusammen mit den Sustainability Acts und dem kanonischen Recht angewendet und alles zusammen erzeugt den bürgerlichen Tod. Der Mensch ist nicht mehr Mensch, sondern eine Sache. Und genau so wird hier zum Beispiel vor unseren Gerichten ein Mensch beurteilt, als Sache. Nicht eine Angelegenheit wird dort diskutiert oder verhandelt, sondern die Sachen. Und das alles führt zu einer Situation, die hier etabliert werden soll, die man mit dem Feudalismus des Mittelalters vergleichen kann, wo eben alles Mögliche verboten war. Es durfte nicht gejagt, nicht gefischt werden, für alles musste Abgaben bezahlt werden. Und so haben wir heute zum Beispiel die Privatisierung der Luft durch die CO2-Steuer, das Wasser wird privatisiert und alles wird kommerzialisiert. Der OPPT ist eine Möglichkeit, auch im angelsächsischen bzw. angloamerikanischen Sprachraum tätig zu werden, um den bürgerlichen Tod abzuwenden. Ob das so möglich ist, steht in den Sternen. Schließlich ist der Feudalismus in Großbritannien nie abgeschafft worden und immer wieder neu belebt worden durch die verschiedensten Gesetzgebungen, die hier schon aufgeführt wurden. Und man muss eben zur Kenntnis nehmen, dass die Menschen im gesamten Commonwealth, also Kanada, Großbritannien, Neuseeland, Südafrika und so weiter, Australien, als höchstpersönlicher Besitz ihrer Majestät, der Königin von England, gelten. Es erinnert sehr an diese staatlichen Selbstverwaltungen, die ja auch bei irgendeinem Amtsgericht sich irgendwie abgemeldet hatten oder sonst wo, wenn hier die Leute vom OPPT eine beeidigte eidesstattliche Erklärung abgeben. Ob diese überhaupt akzeptiert wird, kann schlecht beurteilt werden. Allerdings ist der politische Anspruch, der hier formuliert wird, sehr wichtig. Das sollte man nicht unterschätzen. Zumindest ist deutlich geworden durch diese Bestrebungen des OPPT, wie einfach wir es in Deutschland haben, im Gegensatz zu den angloamerikanischen Zuständen, die da herrschen. Denn wir könnten uns auf eine Verfassung berufen, die bereits 1850 den bürgerlichen Tod ausgeschlossen hatte. Das heißt, dass auch die Kirche, also auch eine freiwillige Gesetzgebung, der man sich da unterstellt, die allerdings den bürgerlichen Tod dann vollzieht, verboten ist. Wir könnten das so machen. Wir müssen uns nur darauf berufen. Und wenn man sich vergegenwärtigt, wie wenig Steuern genommen wurden von den Menschen damals, dann mutet es schon komisch an, warum nicht alle Menschen heute unbedingt die Staatlichkeit zurückhaben wollen und nicht die weiterhin fortschreitende Vergeschäftswerdung der Welt, wo einem alles nur weggenommen wird, wo ständig Steuern und Abgaben erforderlich sind. Da mutet es schon komisch an, dass die Leute sich nicht auf Altes besinnen, auf die Nationalstaatlichkeit, wo es nur 4% Steuern gab. Arme mussten gar nichts bezahlen, allerdings bei drittklassigem Wahlrecht. Menschen, die mit 100.000 Goldmark im Jahr sehr reich waren, hatten einen Höchststeuersatz von 13%. Damit haben die einen Staat finanziert. Immerhin konnte gezeigt werden, wie einfach wir es eigentlich haben, im Gegensatz zu den englisch sprechenden Menschen in ihren Ländern, irgendwie sowas in der Art zu bewegen, dass man da wieder Mensch werden könnte. Das einzige Problem hier ist, die Menschen müssten sich bewegen und sich bekennen zu etwas und lernen, Nein zu sagen. Das ist das Allerwichtigste. Bis hierhin erstmal, ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl.